Verehrte Zuschauer, den Tonausfall im Bereich des Senders Nibül von 20.20 Uhr bis 21.28 Uhr bitten wir nachträglich zu entschuldigen. Was hält einen Dichter, der schon über 100 Jahre tot ist, lebendig? Seine Sprache, die Eingängigkeit seiner Verse, die Entdeckung, dass manche seiner Themen noch heute aktuell sind? Der, von dem hier die Rede ist, wurde in Düsseldorf im Jahre 1797 als Harry Heine geboren. Er hätte Kaufmann werden können wie sein Vater oder sein reicher Hamburger Onkel, aber er wurde und blieb ein Dichter, ein Literat, Heinrich Heine. 1856 starb er in Paris an Rückenmarkschwindsucht. Sein Grab auf dem Friedhof Montmartre ist auch heute noch ein Ziel von Heine-Fans. Einer, der die Lebendigkeit vieler Verse und Prosastrücke Heinrich Heines wiederentdeckt hat, ist der Kölner Schauspieler und Rezitator Lutz Görner. Er unternimmt seit langem erfolgreiche Heine-Tourneen. Einer seiner Auftritte führt ihn Anfang Juni nach Hamburg. Der nun folgende Film schildert Lutz Görners Reise dorthin mit Heinrich Heine im Gepäck. Seit einigen Jahren ist Lutz Görner mit Heinrich Heine unterwegs. In Schulen, bei Gewerkschaftsabenden, im Theater trägt er Heine Prosa und Lyrik vor.